Alright, zu Bip-Pant gibt es zu sagen, grundsätzlich klassische Bip-Hosen mit höherem Latz. Die Hosenträger kannst du einstellen. Sie sind in dem Fall, kannst du das da hinten aufmachen, damit du die Hosen einfach leichter ausziehen kannst. Und hinten, das ist komplett aus Stretch gemacht, wenn du jetzt einen Rückenprotektor hast oder was, dass das einfach viel feiner ist. Was recht cool ist, ist eben dieses Opening. Gerade bei Damen, du kannst das komplett da oben runter aufmachen und bist dann wirklich frei und kannst die Hose relativ schnell ausziehen, wenn du das dann mal auf die Toilette musst. Grundsätzlich haben dann alle unsere Pants ja dieses iFit-System eingebaut, wo du über die Kordel in den Taschen die Hose raffen kannst, wenn du da siehst. Das kannst du dann zusammenziehen und wenn du aus der Bindung aussteigst, dann ist das total praktisch, weil die Hosen nicht am Boden streift. Wenn du jetzt in neuner Bar gehst oder was auch immer mit der Snowpant machst, was natürlich super für die Langlebigkeit ist. So, dann zu Hosen an sich. So Shell-Hosen hat, jetzt wenn man es innen anschaut, natürlich ein Vlies drinnen und dieses Vlies, das ist, ist eigentlich ein Trikot-Lining, ja, Cormex. Das ist wirklich über das ganze Bein wieder gefliest, wie alle unsere Hosen, nicht nur im Kniebereich, wo oft die kritischen Stellen sind, wo es kalt wird, sondern ganz durch, dass man das auch ohne lange Unterhosen einmal anziehen kann. Wenn es vielleicht einmal ein bisschen wärmer ist, schwitzt man da nicht leicht drinnen. Und was dieses Lining, der Vorteil von diesem Cormex Lining ist eigentlich auch der, dass da besonders schnell die Feuchtigkeit an die Membran abgeleitet wird, ja, was sehr angenehm ist. Grundsätzlich haben dann noch alle unsere Produkte diese Lifetime Repair Warranty. Das läuft so ab, dass die Kunden zu euch in den Shop kommen, wenn sie eine Reklamation haben, ihr schickt das dann ein und der Kunde kriegt das Produkt dann wieder retour, beziehungsweise über euch dann. Der Hintergrund ist der, kennst du auch mal gern scannen mit einem Telefon, den QR-Code. Der Hintergrund ist der, dass du, es ist angedacht, dass du dadurch die Produkte doppelt so lang verwendest und da kannst du bis zu 40% auf das Produkt an deinem Fußabdruck noch einmal einsparen.